Hallo miteinander, schön, schaut ihr wieder rein. Heute wollen wir zusammen die Sterne vom Himmel pflücken. Das ist eine Übung, die euch hilft, einerseits die Wirbelsäule beweglich halten, indem ihr sie um ihre eigene Achse dreht. Und andererseits ist es eine Übung, genau wo sie das macht, die hilft, Nieren zu stärken, weil Nieren und Wirbelsäule eine ganz enge Verbindung haben. Und wenn wir die Nieren stärken, dann tun wir unseren Notvorrat an Energie auffüllen. Das können wir brauchen, einerseits für Abwehrenergie, also für das Immunsystem zu stärken, und andererseits können wir es auch brauchen, wenn es eben an das Eingemachte geht, wie es vielleicht im Moment geht, wenn es uns etwas mehr kostet. Als erstes, so stehen, wie es euch wohl ist, maximal schulterbreit stehen, so wie ich. Es darf auch etwas enger sein, aber nicht in einem breiten Stand. Und dann könnt ihr zuerst auf den Füßen ein bisschen vor und hinten wippen, dass ihr so spürt, wo zwischen Zehen und Fersen das Gewicht oder die Last in die Mitte kommt. Und dann könnt ihr auch noch ein bisschen vom rechten Bein auf das linke Bein verlagern. Und dort wieder so weit probieren, wie ein Pendel in die Mitte zu kommen. So, dass ihr am Schluss das Gewicht gut rechts und links verteilt habt und auch das Gewicht gut zwischen Zehen und Fersen verteilt habt. Dann schaut ihr, dass die Knie ganz leicht gelöst sind. Das muss nicht so sein, dass man das sieht, aber einfach, dass ihr nicht mit durchgestreckten Knie seid. Dann geht es so, dass ihr zuerst mit Ein- und Ausschnaufen die Arme ein paar Mal auf und zu dreht. Wenn ihr ausschnaufen, kommen die Arme vorne. Wenn ihr einschnaufen, kommen sie raus. Und dann legt ihr die linke Hand auf den Rücken und die rechte Hand so in einem Bogen vor euch. Wenn ihr das macht, könnt ihr hier auf die Hand schauen. Der Punkt heisst Laugong. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auf dem Herzbeutel. Die linke Hand bleibt im Moment immer auf dem Rücken. Ihr folgt mit dem Blick der rechten Hand, dreht nach rechts. Lasst die Hand hinten aufsteigen zum Himmel, schaut zur Hand. Jetzt schauen wir von außen auf diesen Punkt. Dreht die Wirbelsäule zurück. Der Blick ist immer noch auf der Hand. Der Arm drehen. Stern am Himmel nehmen. Und den Stern zu euch nehmen. Öffnen, rechte Hand auf den Rücken, linke Hand zu einem Kreis, wieder auf den Punkt hier schauen, Rumpf nach links drehen, der Arm sinkt natürlich ab und steigt natürlich auf, der Hand nachher schauen, Wirbelsäule zurückdrehen, der Arm dreht, Stern greifen und zu euch holen. Wenn die Bewegung zu gross ist für eure Schultern, dann könnt ihr das auch kleiner machen. Das schauen wir jetzt gerade an. Ich fange genau gleich an. Linke Hand so weit wie es geht auf den Rücken. Wenn sie gar nicht auf den Rücken geht, könnt ihr so da irgendwo auf der Seite parkieren, so weit wie es bequem ist. Und jetzt könnt ihr anstatt ganz so weit gehen, wie ich vorhin gegangen bin, auch nur mit dem Arm, wo auch immer rauf dass ihr könnt, ob der Oberarm horizontal oder ein bisschen höher rauf, wo ihr mit der Schulter bequem her könnt. Wenn es geht, könnt ihr hier, wie wir vorhin ja, die Hand drehen. Wenn es zu viel ist für die Schulter, könnt ihr so auch lassen.
Und so zurückdrehen. Stern greifen. Und absenken. Dann auf die andere Seite. Rechte Hand auf den Rücken, linke Hand halbrund. Absinken und nur so weit aufsteigen, wie es für euch von Schulter her bequem ist. Zurückdrehen. Stärker greifen. Und zu euch nehmen. Das ist die erste Variante. Wirbelsäule immer aufrecht sein, das heisst, der Scheitel zieht gegen oben, der Steißbein zieht gegen oben. Schaut auf zwei Sachen. Einerseits, dass ihr beide Füße immer gut am Boden habt, wenn ihr euch dreht. Nicht, dass irgendwie so etwas passiert, sondern immer beide Füße so überall am Boden Kontakt haben. Und das andere ist, dass ihr nicht irgendeine forcierte Atmung macht, sondern den Atem frei lassen fließen in eurem Tempo, in eurem Rhythmus. Ich mache die Übung noch einmal und dann schließe ich ab. Schluss könnt ihr die Hände auf den Bauch legen, wie wir auch schon haben. Däumen so wie im Bauchnabel, die Hände locker unten dran. Moment nochmal gut aufrichten, die Füße an Boden stellen, den Scheitel laufen ziehen. Die Hände lösen. So, ich hoffe, ihr findet ganz schöne Sterne. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.